Letzte Vorbereitungen. Luisa, Paula und Jana haben für heute stundenlang Schilder gebastelt. Zum Beispiel das, please don't make us decide between education and our future. Und das ist ja genau das, was wir heute hier machen. Wir gehen nicht zur Schule, weil uns halt eben die Umwelt und unsere Zukunft wichtiger ist, als das, was wir in der Schule heute lernen können. Ja, weil wir eine Verantwortung übernehmen wollen und ein Zeichen setzen wollen, dass wir endlich was tun müssen, auch für unsere Nachwelt, unsere Nachfahren. Und dass es nichts bringt, wenn wir halt uns weiterbilden, dadurch vielleicht die Wirtschaft bestärken, aber die Wirtschaft weiter die Umwelt kaputt macht. Wertigkeit neu erleben, eine Anspielung auf den Dieselskandal. Nur Nordkorea braucht Kohle, es gibt sie, politisch denkende Schüler. Davon sind hier heute über 500. Sie treffen sich vor der Bürgerschaft statt im Klassenzimmer. Die Bewegung Fridays for Future, also Freitage für die Zukunft, wird von Schülern und Studenten selbst organisiert. Über WhatsApp-Gruppen sind sie bundesweit miteinander vernetzt. Und ihrem Beispiel folgen sie. Greta Thunberg ist 15 Jahre alt und wurde im Sommer damit bekannt, freitags während der Schulzeit vor dem schwedischen Parlament zu demonstrieren. Ihre Rede auf der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice ging viral. Wenn ein paar Kinder es schaffen, Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu bekommen, indem sie einfach nicht zur Schule gehen, dann stellen sie sich mal vor, was wir alles erreichen könnten, wenn wir es wirklich wollten. Die Schüler, die hier mitlaufen, kommen von unterschiedlichen Schulen der Stadt. Bildungssenatorin Claudia Bogedan findet gut, dass, Zitat, Jugendliche für ihre Umwelt und Rechte kämpfen. Das ist gelebte Demokratie und wir wollen aufgeklärte und engagierte Jugendliche haben. Sie müssen dann aber auch mit den eventuellen Folgen leben, denn es besteht Schulpflicht. Um die Schulpflicht zu umgehen, verteilt die Gesamtschülerinnenvertretung Entschuldigungen. Doch die werden längst nicht von allen Schulen akzeptiert. Die Lehrer wurden dazu angehalten, uns diese Stunden, die wir hier waren, nicht zu entschuldigen, nicht zu unterschreiben in unseren Entschuldigungsbüchern. Und aber uns ist das egal. Schulleiterin Annette McCallum von der Oberschule an der Schaumburger Straße befürwortet das Engagement ihrer Schüler. Dass Menschen lernen, sich frühzeitig politisch zu äußern und zu interessieren, dahinter stehen wir als Schule. Und deshalb ist das für mich eigentlich selbstverständlich, dass wir unsere Schüler mit der Einwilligung der Eltern zu diesen Demonstrationen gehen lassen. Die Demo endet auf dem Marktplatz mit Kundgebungen und Musik. Doch du denkst nicht dran, wie sie leben, wenn du stirbst. Langfristig wollen die Schüler weiterhin während der Unterrichtszeit streiken. Nächsten Freitag in Berlin, vor der Kohlekommission am Bundeswirtschaftsministerium. Denn es sei kurz vor 12 für den Klimaschutz.